Hallo ihr Lieben, ich bin wieder im Garten angekommen. Ich mache heute wieder einen Gartenrundgang. Die letzten sind ganz gut angekommen, soweit ich das sehen konnte und auch so von der Resonanz her. Deswegen schiebe ich noch einen hinterher. Teil 5 ist heute dran. Gestern hat es richtig geregnet und ich will direkt loslegen. Es hat schon wieder ein neuer Schatz in meinen Garten gefunden, auf dem ich gerade sitze. Und wer das hinter mir noch nicht kennt, dem verlinke ich mal direkt die Info dazu. Oben rechts findet ihr das. Wie es zu diesen, ich sag mal, Mini-Hochbeeten gekommen ist. Ja, und ich leg los. Ich mochte ihn total gerne und ich konnte ihn nicht auf dem Sperrmüll stehen lassen, deswegen ist er direkt mitgegangen. Ja, wie ihr hören könnt, ist es hier kräftig windig. Ich hoffe, da gibt es nicht zu viel Störungen in der Aufnahme, aber es wird sich heute auch wieder nicht umgehen lassen. Soweit hat das dem Wind alles standgehalten, was die Tomaten angeht. Direkt neben den Tomaten habe ich ja den zweiten Kartoffelhügel angelegt. Die kommen jetzt auch alle raus. Dann einmal nach links geschwenkt zu den anderen. Das ist auch alles weiter am Wachsen. Ja, Liebstöckel hat ja auch noch bei mir einen Garten gefunden, habt ihr ja schon mitgekriegt, hat seinen Platz angenommen, da passiert weiter nichts. Außer, dass ich drüber stolper, das ist ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, das wird die Pflanze verkraften. Die Lilie wächst auch noch, die Gummibäume verlieren schon die ersten Blätter. War ja abzusehen, ist nicht so wirklich für einen Garten geeignet. Ganz vergessen, da sind bei mir noch Pflanzen in den Garten gekommen, die von meiner Mutter kommen. Das war einmal ein Schmetterlingsbaum und einmal, ich habe es wieder vergessen. Mutter, wenn du das siehst, schreib das mal unten in die Kommentare oder sag mir das nochmal privat, ich habe es vergessen. Wie war das? Zitronen, ach Mann, ich komme nicht drauf. Vielleicht war es einer von euch. Helf mir mal weiter. So, einmal von darüber geschwenkt nach dort. So, und hier ist das andere Pflänzchen davon hingekommen. Dann oben drauf steht ja der Kübel, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Da habe ich eine Bohne reingesteckt und Basilikum nochmal ausgesät. Das sind ja irgendwie Lichtkeimer. Wollen wir mal gucken, ob diesmal was kommt. Bin ganz happy. Habt ihr an der Misserfolge nicht dokumentiert, aber da rede ich nochmal drüber. Und wie man sehen kann, die Bohne kommt einmal von nahen. Da ist sie. Über den Borretsch freue ich mich ganz besonders. Freue ich mich sehr. Irgendwer sagte mal, Unkraut, das sollst du rausreißen. Aber ich glaube, das war Thomas hier. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich freue mich, dass ich ihn drin gelassen habe. Ja, weiter geht's. Ja, ich habe euch bei den letzten Videos schon gezeigt. Die rote Beete, die wird immer größer. Also wir sind jetzt schon bei knapp 18 Metern Durchmesser. Ich habe gestern mal einfach gemessen. Die Bohnen wachsen weiter fleißig. Beim Spinat und beim Salat mache ich nicht mehr so viel. Da hole ich die letzten Salate immer nach und nach raus. Alles, was noch so erntbar ist. Das habe ich euch gerade schon gezeigt. Und ja, klar, Unkraut ist bald mal wieder dran. Werde ich auch nicht mehr so lange mit warten. Und dann wird das Ganze nochmal gedüngt und kriege nochmal einen Schuss letztes Mal. Kohlrabi hat sich mega gefreut. Nachdem ich das frei hatte, gab es einen richtigen Schub. Da hoffe ich mir dann auch was. Ich mache das ja ein bisschen experimentell, wie ihr wisst. Und ja, das werdet ihr dann in einer anderen Folge sehen. Ansonsten total happy, nach wie vor überall Mohn. Die Äpfel werden auch immer größer. Wächst alle schön fröhlich vor sich hin. Da sind auch jede Menge am Baum. Bin gespannt, wie die nachher schmecken. Hier bei König Kürbis ist auch alles unverändert, beziehungsweise König Kürbis der zweite. Ich glaube, das sollte ich mal ergänzen. Kürbis wächst, ist noch da. Ich meine herausgefunden zu haben, dass das wohl letztes Mal eine Wühlmaus war. In den Kommentaren wurde noch gesagt Hokkaido-Kürbis. Ich habe mal gegoogelt. Dort wird behauptet, Zierkürbis und Zucchini nicht zusammenpflanzen. Das beißt sich irgendwie. Mehr habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber Hokkaido ist doch kein Zierkürbis. Den kann man doch essen, oder sehe ich das falsch? Also ich meine Hokkaido-Kürbisse im Supermarkt gekauft zu haben und die zubereitet zu haben. Also vielleicht erzählt ihr mir auch, wie ich das unterscheiden kann nachher. So, jetzt geht es weiter in Richtung Bereich Kreativoase, die hier hinten entstehen wird. Thank you.
Mein Bunker und den Tomatenkasten mit den Tomatenpflanzen und der Gurke kennt ihr natürlich schon. Da gehe ich aber gleich nochmal näher drauf ein und näher ran. Ich habe hier ganz viel gebuddelt, wie ihr sehen könnt. Sehr viel Bauschutt und Unkraut rausgeholt. Meist Unkraut habe ich schon weggefahren. Das waren etliche Schubkarren. Und der neue Weg hier raus formt sich. Vorher konnte ich ja hier links zwischen Bank und Baum durch, das wächst gerade zu. Links den Durchgang, da werde ich natürlich nochmal wieder was machen. Irgendwelche Stufen, wie auch immer, vielleicht eine Rampe. Aber jetzt für den Moment habe ich es erstmal so gemacht. Da seht ihr auch lauter Steine, die sich bestimmt für das ein oder andere Mini- oder richtige Hochbeet dann nochmal eignen. Da lasst euch überraschen. Ich tue es auch. Das ist ja recht intuitiv dann immer. Ja, vor meiner Nase ist ganz viel Bauschutt gelandet. Also der kaputtere Kram. Ja gut, da ist auch noch ein oder andere brauchbare Stein dazwischen. Beim anderen muss ich mir überlegen, was daraus wird. Noch gar nicht so lange her mit dem letzten Rundgang oder den letzten Rundgängen letztendlich. Der Monat ist ja immer noch irgendwie lang. Eine gute Woche haben wir noch oder eine Woche haben wir noch. Und wie ihr sehen könnt, die Tomaten kommen auch hier links. Gurke wächst und wächst. Dann, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier die ganzen schönen Blue Pits Tomaten, die kommen. Hinten sind auch noch ein paar versteckt, da komme ich jetzt nicht ran. Ja, und die Schnecken mögen wohl Basilikum, wie es aussieht. Ich habe mal probiert, ich muss sagen, das Basilikum hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber kriegt noch eine Chance von mir, wird auch von unten irgendwie grün, ich weiß nicht, ob es krank wird. Hat das einer von euch schon mal angebaut, kann mir da mehr zu sagen, bitte auch unten in die Kommentare reinschreiben, ich bin interessiert. Ansonsten habe ich hier links den Trieb, den Seitentrieb, wie auch immer man das nennen möchte, die ist ja nicht so komplett schier gewachsen von Anfang an, ich habe das so angenommen, wie es war. Habe ich dann hier angebunden, hält auch das Tomatendach ein bisschen unten, da oben. Ja, wir hatten gestern den Regen, wie erwähnt, und deswegen steht hier die Tonne auch. Hat einiges aufgefangen. Das erste Mal, dass ich Wasser auffangen konnte. Ich habe auch das Dach ein bisschen schief gestellt. Ich zeige es mal von vorne. Das war also eine gar nicht so schlechte Idee. Das läuft alles in die Ecke und dann runter in die Tonne. Ja, ein paar Zentimeter Wasser sind da jetzt auf jeden Fall drin. Ja, von den Tomaten und der Gurke hinten, dann einmal hier hinter oder schräg dahinter. Das Podest habe ich ja schon mal angefangen. Da baue ich gerade dran weiter. Letztendlich, wo ich stehe, kommt die Erde her, ne? Wie gerade schon zu erkennen. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber hier habe ich so einiges vor. Hier kommt auf jeden Fall eine Stelle zum Grillen hin. Und das war alles provisorisch. Und ich hatte ja schon lange noch was vor. Und da werde ich einfach so Stück für Stück weiter vorangehen. Mal gucken, wann da die Fertigstellung näher kommt. Rechts nehmen wir natürlich nach wie vor das Holz, was ich noch recycelfähig machen muss. Oder möchte vielmehr. Muss ist das ja immer nur so. Ne? Muss gibt es in meinem Wortschatz nicht. Was recycelfähig gemacht werden sollte. So, so hört sich das besser an. Das nimmt den Druck aus. Da sind natürlich Nägel und Schrauben und was weiß ich, was da noch alles drin hängt. Und das will noch alles gezogen werden, ist aber noch nicht dran, da habe ich andere Sachen dann vorgezogen. Man muss halt Prioritäten setzen, ne? Ihr wisst, wie das ist. Für irgendwas muss man sich dann entscheiden. So, ich gehe da nochmal rauf. Ja, so sieht es dann von hier aus. Es ist noch nicht richtig fest oder so. Ich lasse die Natur auch gerne für mich arbeiten, das habe ich drüben im Bikepark schon gemacht. Da erzähle ich auch irgendwann noch mal was zu, was ich da vorher gemacht habe, ehrenamtlich. Das war so ein BMX-Projekt. Egal, aber nicht an dieser Stelle, das reicht. Ja, und viel mehr gibt es gerade gar nicht zu berichten, außer dass der Apfelbaum noch ein paar Äpfel verliert. Aber ja, ich schwenke da noch mal ein bisschen im Garten rum und beende dann diese Folge.
Danke, dass ich dich filmen durfte. Ich lasse dich jetzt auch in Ruhe. So, das war's auch schon von dieser Folge. Ihr werdet gesehen haben, die Aufnahmen sind besser geworden. Wer die letzte Folge gesehen hat, mein letztes Aufnahmegerät, mein altes Handy, ich halte es gerade in der Hand, ist ins Wasser gefallen und zwar links neben mir ins Becken. Wie groß ist die Chance gewesen? Naja, so sieht das aus. Mit so einem Gerät habe ich das Beste rausgeholt für mich und euch Videos zugeschnitten. Ist 2 Jahre alt, ein Handy. Ja, sollte wohl nicht länger bei mir sein. Dafür hat dieses tolle neue Handy zu mir gefahren. Ja, ansonsten hoffe ich, dass diese Folge euch auch Spaß gemacht hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss, euer Lars.